Wertet mir das auch mit meinem Echo? Fresh. Hey Tobi. Ciao. Ich hab die Details runtergestellt. Die Bäume sehen jetzt nicht mehr ganz so geil aus und alles. Und man sieht die Gräser von hier oben nicht mehr. Ich hoffe, dass ich den Freezes so irgendwie entgehen kann. Aber weißt du, was cool ist, Tobi? Was denn? Willst du mal Doom spielen? Du, ja, gerne. Drück mal Escape. Und dann Warte, mach ich mal. rotiere hier hoch, ja. Ja. Okay. Und wenn du Escape drückst, hast du ja Render Scale, ne? Ja. Schieb den Regler mal ganz nach links. Alter. Wie geil. Das ist der Duke. Alter, es ist so cool. Es ist irgendwie echt geil. Ich kann mir nicht helfen, aber es ist irgendwie schon verdammt cool. So sahen die Spiele halt früher wirklich aus. Ja, aber original so. Original. Das ist, ob das ein Easter Egg ist oder ob das wirklich halt so ist, Ich was halt weiß Render es nicht. Scale Ich finde ist. das, ich finde es halt voll geil. Ich würde es jetzt so nicht mehr unbedingt spielen. Ich kann mal ein bisschen hochstellen. Mal gucken. Auf 20%. Was passiert, wenn ich die View Distance jetzt komplett ausmache? Dann hast du nur so ein Feld um dich rum irgendwie. Geil. Das, ja. Auf 20% geht es aber auch. 20% ist auch noch so sehr retro-mäßig. So ein bisschen 320 mal 200. Das waren schon die neueren Retro-Spiele. Also irgendwie cool. Ich finde das auch irgendwie geil. Ja, ist Aber mir wo jetzt hatte ich auch. denn das jetzt? Wo hatte ich denn das jetzt stehen gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es steht immer auf 100, glaube ich. Also ich hatte es zumindest auf 100. So, ich habe bei mir ein paar Einstellungen runtergemacht, einfach nur in der Hoffnung, dass die Freezes dann vielleicht ein bisschen weniger werden. Ob das so sein wird, keine Ahnung. So. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. So, zwei Engines mache ich, zwei Combustion Engines. Bam. Wow. Okay, nice. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Bitte nicht, das ist echt widerlich, Tobi. Hey, ich sehe plötzlich wie bei Renderscale auf dem Bildschirm. Ah, So. Rotze, Entschuldigung. Oh, der Excavator 50 Minuten, was? Was? Der 25 Minuten. Ich mach zuerst den. Und dann mach ich den Excavator mit 50 Minuten. Leck mich am Arsch. Gesundheit, Tobi! Boah, Nee, ist trocken geblieben, alles gut. Hast mir auch so in den Mund genießt. Ah, lecker. Lecker. So. Okay, auf der Brücke ruckelt jetzt ein bisschen, also stockt wieder ein bisschen wie vorher, aber ich habe zumindest keine Freezes erstmal. Qualität, natürlich das Gras plöppt jetzt viel später rein. Für die letzten Folgen ertragen wir das mal einfach ganz großmütig. Ich hoffe, es hilft. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Free. Ich habe meinen Karren vergessen. Also ich würde mich unter deiner Folge gerne beschweren. Ja, mach das doch einfach. Okay, gut. Mach das. Also guck dir einmal meine Folge an, von vorne bis hinten. Aber Tobi, ich brauche die Watchtime. Und dann sagst du Bescheid. Ja, finde ich gut, weil das geht ja gar nicht. Okay, ich habe einen Handkarren vergessen. Ich laufe wieder zurück. Sieht echt ein bisschen schäbiger aus hier. Also geht halt alles noch sehr. Ich vermisse mein altes Egge. Jetzt habe ich einmal an den Einstellungen rumgeschraubt, jetzt ruckelt das Spiel plötzlich. Warum? Nein, Tobi, nein. Da täuscht du dich. Okay. Da täuscht du dich. Das liegt an dir. Alles klar. So. Wie komme ich am besten auf. Warum gibt es hier keine Leitern? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich ein Rätsel. Soll ich denn jetzt aufs Dach hochkommen, Mann? Ach komm, scheiße, ich mach das Dach jetzt nicht mehr. Mit einer schönen Treppe. Was? Nee, komm, was? Wenn es keine Leitern gibt, ich mach das, wenn es Leitern gibt. Ich komme da jetzt nicht hoch. Was ist mit der Qualität? Where is the love? The love! So. Jo, dann hier. Hey, Tobi! Was machst du da? Rate mal. Also ein Freeze? Ja, natürlich! Hey! Ja! Geil, Engel! Bin so wütend, ich habe sogar ein Schild.
Es hätte mich auch gewundert, wenn die Freezes aufhören, weil es halt, ich glaube, es liegt halt wirklich am Netcode und nicht am daran, dass ich Performance-Schwierigkeiten habe. Sonst hätte ich die hier öfter oder dauernd. Oh, Alter. Der Netcode von der Tür spinnt gerade. Ich sehe nichts, Tobi. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das Spiel würde besser funktionieren, wenn ich Alt F4 drücke. Es macht halt eigentlich echt Spaß, das Echo, aber das hier nimmt mir gerade sämtlichen, es saugt mir alles aus den Poren. Für euch ist es jeden Tag ein paar Freezes, aber wir nehmen ja gerade alles am Stück auf und dann... Tobi? Ja? Boah, was war das denn gerade? Hast du gerade die Tür auf und zu gemacht ständig? Nein. Boah, bei mir hat sich angehört, als hätte jemand Tape irgendwo abgerissen, Musik war plötzlich weg, alles eingefroren. Hä? Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Spiel ist. Ich Tür vielleicht 2-3 Mal auf und zu gemacht, aber mehr auch nicht. Tobi, lass das bitte. Was denn? Mach bitte während der Freezes zumindest nicht die Türen auf und zu. Okay, mach ich gleich nochmal. Nein, bitte nicht, weil sonst gibt's nämlich Probleme, verstehst du? Sonst haben wir gleich Probleme, Tobi, verstehst du? Okay, okay. Ja, gut, gut, gut für dich, Tobi, gut für dich. Das ist klar, Mann. Ja, gut. Ich rede weiter durch meine gepressten Zähne. Aus dem Weg! Danke. Roller, 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 Roller. Ich habe das Gefühl, die Performance ist jetzt noch schlechter geworden, wo ich die Details runtergedreht habe. Ja, es ist bei mir auch gerade. Ich habe gerade 20 FPS und eigentlich lief es ganz gut die ganze Zeit über, aber irgendwie jetzt plötzlich nicht mehr. Also bei mir ruckelt es jetzt irgendwie ab und zu. Also ich habe so Mini-Freezes zwischendurch. Ja, 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 ja. Naja, es ist ja noch Early Access. Early mit Ö. Da hat man noch ein bisschen Zeit. Early. So. Hier hatte ich jetzt gerade 70 FPS. Ich bleib jetzt nur noch hier an dieser einen Stelle stehen. Gut, mach das mal. Das lohnt sich aber auch. Ja. Wo war das? Hier. Weiß ich nicht, aber bleib da mal. Das ist ganz gut. Hier habe ich 60 FPS, Alter. Das sieht gut aus, Tom. Das sieht gut aus. Mach das mal weiter. Oh, ich glaube, wir haben genug Zement, um die oberste Etage zu bauen. Was? Was uns noch fehlt, ist dann natürlich Strom. Ach ja, wir brauchen hier noch Strom. Jo, dafür brauchen wir noch ein paar Windmühlen. Ich mache aber erstmal die Etage fertig und noch ein paar Treppen noch hin. So. Oh, kannst du mal hochgehen, ne? Nicht, Tobi. Okay, ich bin nicht, mal an, nicht, Tobi. Machst, ne? Das weiß ich selber nicht, du. So, 0. El Treppo Grande. Oh, da kam gerade ein wichtiges Fax an. Oh, oh. Hallo! Alter, volles Treppenhaus, Mann. So, jetzt muss ich aber erstmal noch Wände bauen weiter. Das sind seine Wände. Wo steh ich? Oh, krass. Oh, ich steh auf dem Computer. Geil. Hä, bei mir stehst du... Hä? Ach, Tobi. Bei mir standest du auf der Treppe. Wundert dich hier noch irgendwas? Doofkopf? Ja. Oh, Doofkopf. Er ist ein Roboter, aber er weiß es nicht besser. Vorsicht, Tobi, nein, du bist weg. Du bist... Bin wach. Okay. Das Ding geht ja auch noch. Ich mach's erstmal hier. Will nicht. So. Da. Aha. Okay, das kriege ich so nicht hin. Scheiße. Ich brauche mehr Zement. Zement. Ich brauche Zementos. Das ist ein Freshmaker. Oh. React. Aber echt, der könnte ja auch mal auf unsere Videos reagieren, oder? Über was? Nochmal? Der könnte ja auch mal auf unsere Videos reagieren, oder? Ja, gerne natürlich. Ich meine, wir sind schon zwei lustige Burben. Das sehe ich aber genauso. Also mindestens. Was hat der Curry da schon wieder in Facebook geschickt? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht, der Curry? Was hat er da geschippt? Geschippt? Giant Cloud COD Hassan. Hä? Was? Was ist denn jetzt los mit ihm? Giant Cloud? Twitch Clip. Okay. Ist das gut oder schlecht? So. Aber den Kranz ja genau richtig. Dann fehlt jetzt noch eine Decke.
Und eine Treppe? Die Treppe? Was denn? Ja, in irgendeinem Spiel namens Hausflipper hat er einen Tobi-Schrein gebaut. Ah, oh, Hausflipper, das wollte ich auch noch spielen. Geil. Fuck. Geil. Okay. Das sieht gut aus, die Treppe nicht, aber egal, das ist egal. Jetzt mache ich hier wieder so ein Ding hier, ne? In die Mitte. Oder? Nee, oder? Oder? Ach naja, können wir eigentlich machen. So. Tobi. Soll hier eigentlich auch noch ein Dreierfenster nach oben hin? Warte, ich kann gar nicht. Wo denn? Ja, braucht ein Fenster? Oh, Fenster. Wo denn Fenster? Ja, braucht ein Fenster? Oh ja, Dreierfenster, gut. Alles klar. Ja, Fenster, ich gut. Danke für Fenster. Was sind das für Blöcke, die Sie dort bauen? Diese hier? Ja, der Blöcke. Jetzt der Zementer, ha? Oh, guter Zementer. Oh, wird nicht reichen. Schade, wird nicht reichen. Ah, ein bisschen mehr produzieren. Brauche mehr Zementer. Oh, nicht gut. Mehr Zementer. Oh, ich kann auch gar nicht in die Mitte bauen. Pass auf, da mache ich lieber erstmal die Treppe, dann kann ich mich oben bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Habt ihr schon die zweite Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht geguckt? Nein, du? Die ersten 8 Folgen, ja. Und? Ich kann mir vorstellen, es kann nicht mehr so gut sein, wie natürlich die erste Staffel. Ah, Erik, ich bin nicht so sicher. Aber der ganze Blatt ist schon weg. Es ist nicht so überraschend gut, weil halt, ne, einfach... Weil man es auch schon kennt, deswegen meine ich. Ja, aber sie haben es tatsächlich doch nochmal hingekriegt, dass es schon gut ist. Okay. Ah, ist das gut? Sehr gut. Was hat der angucken? Ah. Ich bin gut wie Evil Genius. Ah, sehr gut. Evil Genius, sehr, sehr gute Serie. Habe mir viel Vorbild genommen. Das ist wie bei Narcos. Da dachte man ja auch, ohne hier El Chapo ist es nicht mehr so gut, aber es ist doch noch gut. Habe ich gerade El Chapo gesagt? Ich meine natürlich, wie ist der denn nochmal? El Floppo. Jetzt habe ich den Namen vergessen, Alter. Was ist denn jetzt los? Floppo. El Floppo. Das muss ich googeln. Sein Name war El Floppo. Er war eigentlich ganz cool. Pablo Escobar, meine Fresse. El Floppo. Ich muss sagen, ich finde von Tote Mädchen Lügen nicht Sherry extrem heiß. Hast du schon mal gesagt? Was nochmal? Was macht die? Wen findest du heiß? Von Tote Mädchen Lügen nicht Sherry. Wer war das? Ich weiß nicht, wer das war. Hast du die erste Staffel gesehen? Ja. Ja, klar, aber hey, das ist schon zwei Tage her. Dass die gegen das Stoppschild gefahren ist. Die so ein bisschen aussieht wie Rihanna. Okay. Und die findest du heiß? Die ist ziemlich hot, ja. Aber hast du ihr das auch gesagt? Ja, natürlich. Und wie hat sie reagiert? War sie verschüchtert? Hat mir eine geklatscht. Hä, wieso? Weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich wieder Fatsch am Mund. Also sie ist echt geil. Oh. Du bist voll süß. Voll der Widerliche einfach so. Verfaulte Zähne so. So, warte. Voll der Mundkasper einfach. So, ich glaube, die Seite hier, ich wollte das ja offen machen, aber ich glaube, mit Fenster ist es sicherer. Hast du noch Fenster, die loswerden willst? Ja, aber ich glaube nicht mehr so viele. Also, wenn du was zu tun haben willst, mach hier gerne alles voll mit Fenstern, da wo die Treppe ist. Komplett so ein Glaskasten drumrum? Ja, weil sonst könnte man eventuell runterfallen. Okay. Es sah sehr gefährlich aus. Ich meine, mir ist egal. Mir ist egal. Fenster, Erik. Krass, das ist einfach überragend, wow. Tobi. Überragend. Wow. Hauptsache schlängen sie noch ein paar Pipes auf dem Lagerplatz rum. Ach, leck mich doch. Hilfe? Kann ja nicht angehen. Ich glaube, mit dem Röhrchen müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Das weiß ich noch nicht. Tu mal lieber ein Röhrchen. Tu mal lieber ein Röhrchen. So. Okay, also Dach ist bald fertig. Cool. Hey, Schneider ist geil. Auf jeden. Auch wenn ich glaube, er weiß manchmal selber nicht so genau, was er tut und dann passiert aber irgendwas. Ja,
glaube, aber das finde ich halt so krass, weil das ist jedes Programm von ihm ist einfach unique, weil er macht immer was anderes. Das stimmt. Unberechenbarkeit ist sein Programm, glaube ich. Und ich liebe es, dass er sich so verhält, als würde er jedes Mal Bongwasser trinken. Was? Was ist denn Bongwasser? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, Tobi. Sag doch mal. Ja gut, Erik, das muss ich dir jetzt nicht erklären. Also dir vielleicht noch eher wie die Zuschauer. Mhm. Was? Nee, ich sag nur. Es ist halt so. Was ist denn dieses Bong, wovon du noch redest? Ist das Geräusch, was man macht, wenn man auf einen Gong haut? Ja, das ist, wenn im Kirchturm einfach die Glocken läuten. So hört sich das dann an. Bong. Achso, Bong, 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 Bong. Bong, Bong, genau. Bong, Bong. Richtig. Und das Kondenswasser, was dadurch über Nacht bei den Glocken entsteht, das ist Bongwasser. Alles klar. Das Kondenswasser, was bei deinen Glocken entsteht, ist Bongwasser. Richtig. Gut. Möglicherweise. Das erklärt einiges, Tobi. Das erklärt einiges. Wahrscheinlich noch schädlicher, wahrscheinlich. So. Wir brauchen mehr Zement. Wir brauchen mehr. Ich bin nicht dekadent. Doch, mein letztes Hemd gebe ich für Zement. Bitte. Was denn? Bitte. Hör auf. Geil, Glas, Tobi. Sechs Glas. Das bringt uns weiter. Ja. Hallo, guten Tag. Ich wollte mal in die Kindertagesstätte. Hier brennt ja noch Licht um diese Zeit, das ist ganz gut. Boah, Alter, wie hier alles ruckelt. Ich hätte die Grafik nicht runterstellen sollen. Ich merke es ganz deutlich. Sagen Sie mal, Nachbar. Wie sieht das eigentlich mittlerweile mit Ihrem Fernsehempfang aus? Kriegen Sie da was rein? Kein Astra, leider. Ah, schade. Also auch kein Beate Use? Nee, leider nicht. Okay. Vielleicht Beate Schmuse, das ist die etwas Low-Version davon. Schmuse? Ich kenne Beate Schwuse. Das ist die Dick-Beate. Die Big Mama, Alter. So, 3 Minuten. Was mache ich jetzt 3 Minuten lang? Ich muss hin und her laufen, Erik. Weiter, komm, ja, du schaffst das. Sehr gut. Hä, wo bist du Training, denn? Training. Wo bist du denn? Zack, weiter, auf die andere Seite. Wieso hängst du da überall am Busch rum mit deiner Unterhose, du kranker Bastard? Ich warte auf mein Glas, Mann. Ey. Hi. Wenn so mächtigen Hut da steht. Ich bringe die Post. Geil. Alles klar, schnapp's dir. Ich mach grad extra Glas. Der ist ein Arsch gerade in die Kamera, halt. Hat schon ein bisschen Beate-Use-Style. Diese rasierten Beine. Guck mal, die Füße, die so auseinandergehen da unten. So willig einfach. Beate-Use. Man ist schon sehr einsam hier. Boah, ach, boah, pff, nee. So, ist das Zeug bald fertig? Wie lange können 3 Minuten dauern? Offenbar noch 2 Minuten. Weißt du, was ich mache in den 2 Minuten? Schieten. Ich leg noch Eisen nach. Hallo? Eisen nach. Gab's da nicht mal was? War da nicht irgendwie Opelwerk oder sowas? Weiß ich gar nicht. Weißt du, dass da ein Dörfchen gibt? Ein kleines. Das ist, glaube ich, da war aber ist eine Autostadt gewesen. War das jetzt Opel oder BMW? Eins von beiden. Irgendwas wurde da damals gebaut. Ich hab keine Ahnung. Ey, das ist deutsche Kultur, was bist du für einer, ey? Schweiß es nicht, Schweiß! Obi. Ich kann ja gar nicht schweißen. Ja. Ich bin doch kein Schweißer. Was will der Mann? So. Nochmal schön 87 Eisen herstellen jetzt für Stahl. Vorsichtshalber. Ich bin der Erik, überfällt vor 3 Folgen vor Schluss an, dass ich hier noch einen Glaskasten haben will. Hä? Weißt du mal, wir können natürlich auch einfach, wir können die Laser auch einfach irgendwo hin ins Grüne stellen. Das geht natürlich auch. Na klar, das wollen die Leute doch sehen. Mhm. Sonst gucken sie woanders da heutzutage, so ist das. Hauptsache, rucki zucki, 4. Folge Ego schon durchgespielt. Zack, 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 zack. Das hätten wir nie geschafft. Ja, easy. Tobi, ernsthaft. Mann, jetzt fehlt noch was. Wie hoch willst du den Glaskasten denn haben? Bis nach ganz oben? Ja, so durch, ne, oder? Aber das ist nicht über diese Dachetage herausragend, oder? Genau. Okay.
Die Dachetage ist quasi die Dachterrasse sozusagen. Da könnte man eigentlich noch ein Glas Rand machen später als Zaun, muss man aber nicht. Ich mache ja gerade Glas. Hab ich ja gerade. Erich, bitte beruhig dich. Es hat ja gar keinen Sinn, sich aufzuregen. Ich eskaliere ja wieder sehr hart. So. Schmeckt Kaliere? Was? Weil du gerade gesagt hast, eskaliere. Das muss ja scheinbar schmecken. Nächste Staffel Egos alleine. Gut, liebe Zuschauer, freut euch schon mal auf 120 Minuten Folgen. Was? Euer Leben ist rum. Was? Hä? Was soll das denn heißen? Du kommst ja ohne mich nie zum Ende. Was? Was? Ach, oh Gott, der Vogel. Nee, komm, ich hau ab. Mir reicht's langsam mit dir. Ich hab meine Rebars, ich hau ab. So. Da mache ich jetzt richtig schnieke Zement, Tobi. Mache ich richtig schnieke Zement. Wo hab ich denn jetzt nochmal? Ach, das ist ja gar nicht hier. Mann. Fehlt es mir an Rebars oder fehlt es mir an diesem Mischzeug? Ich bin mir nicht sicher. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Dab, 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 dab. Concrete. Reinforced Concrete. Ist nicht wahr. Was los, Tobi? Ich glaub, der Sand, den ich gemacht hab. Ja. Der ist noch ja nicht fertig. Ist nicht wahr. Tobi, was ist da los? Ich weiß es auch nicht. Meine Küche ist fertig. Mist, ich dachte, ich kann noch 40 machen. Naja, ist egal. Alter, ist die groß. Was? Hast du dir also eine Küche gemacht? Ich wollte es halt auch einfach mal bauen. Weißt du, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, bekoche den Herrn Tag und Nacht, mach die schönsten Speisen, aber nein, das ist dem feinen Herrn nicht gut genug. Er will seine eigene Küche haben, seinen eigenen Lapskaus kreieren. Lapskaus. Ich weiß immer noch nicht. Ich müsste, ja. Ich glaube, es wurde uns mehrfach geschrieben, ich habe es schon wieder vergessen. Einen schönen Lapskaus. Ja. Oder ein Mockturtle. Mockturtle hört sich an wie falsche Schildkröte. War es tatsächlich früher mal. Also soweit ich die Geschichte kenne, wurde früher quasi im Panzer der Schildkröte über offenem Feuer quasi das Schildkrötenfleisch gekocht. Ja. Und daraus so eine Art Suppe halt eben gemacht. Das ist schon widerlich, Tobi, ne? Oh nein, Freeze. Ja. Freeze. Aber heutzutage macht man das wohl nur mit Hackfleisch. Ich weiß es aber nicht. Hackfleisch. Ich hatte am Samstagmorgen. Ja. Zwiebelmett. Ein Mettbrötchen hatte ich am Samstagmorgen. Mit Zwiebeln. Und hast du es auch gewürdigt, Tobi? Hast du es gewürdigt? Ja, habe ich. Auf drei Brötchen. Auch mit frischen so Zwiebelstückchen oben? Ja, alles drauf und Pfeffer, ja, natürlich. Boah, nice. Oh, wie gut. Das hat echt mal wieder gut geschmeckt. Ich meine, ich versuche das nicht zu oft zu essen, weil man ja sagt, man soll es nicht so oft essen, aber so. Mhm. Warum soll man es nicht so oft essen? Ich frage nur, ich bin Freund. Ja, wegen Hackfleisch, also rohem Fleisch quasi und ist ja ein bisschen Salmonellen und so. Gerade im Sommer sollte man da ja aufpassen. Ah, okay, klar. Ja, aber es musste einfach mal wieder sein. Ja, gut, aber wenn Salmonellen, dann lohnt es sich halt bei Hack, weißt du? Ja, dann will ich aber auch 4 oder 5 Mettbrötchen gegessen haben dann. Ja, aus so einer faden Tafel Milka, weißt du, klar, lecker, aber sich da Salmonellen einfangen, lohnt sich nicht. Das wäre Abfuck. Ja, aber Mettbrötchen. Es wäre genauso, wie wenn du dir mit dem Fiat Punto den Kopf einhaust. Das ist scheiße. Dann lieber mit dem Mercedes AMG, ne? Ja, genau. Ja, dann lohnt sich, hast du wenigstens Spaß gehabt. Das stimmt, da hast du recht. Mit dem Fiat irgendwie beim Autounfall zu sterben, ist doof. Ja. Aber mit so einer geilen Karre, ja, da stirbt dann halt der Fiat-Fahrer und du bist fein raus, weil du hast ja einen Überrollschutz und alles. Ja, natürlich. So. Ne, also da passt es schon besser dann, klar. Ja. Und da kommt keiner angelaufen. Oh, Zweiklassengesellschaft. Oh. Weißt du? Ne, da kommen sie dann alle nur, oh, Alter, der schöne AMG. Der Fiat vor die Briefmarke an der Wand irgendwo. Oh nein, der AMG, der Lackschaden. So, 7 Zement. Ich hab
Ich hatte jetzt auch gerade irgendwie ganz komische Grafikfehler bei Eco. Und Freeze. Erst Grafikfehler und jetzt Freeze. Was ist denn los? Ich hab keine Ahnung, Erik. Also irgendwas ist da ganz, ganz, ganz schief gelaufen bei dem Update. Hab auch die neuesten Grafiktreiber, alles, lalala. Vor noch, ich weiß gar nicht, was hab ich aufgenommen. Ah ne, das war Detroit Become Human, das war PS4. Entschuldigung. Aber ich nehme ja sonst auch Zeug auf hier die ganze Zeit. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was denn? Alter, ich hab eine Tür zugebaut mit Sand, Alter. Wie doof kann man sein? Ja, das weiß ich aber auch nicht. Das würde ich gerne wissen. Ich wollte die Tür mit Rechtsklick aufmachen, das ist... Alter, nee. Kameras aus! Jetzt! So, hast du machst du mit Webcam? Nee, ne? Nee, natürlich. Ich wollte schon sagen. Oh geil, 7 Sand zum Glasprojekt. Geil. Nächste Folge bei mir mit Webcam. Was? Lohnt sich richtig jetzt? Ja. Was mache ich denn? Kurz vor Ende einfach kurz die Webcam angemacht. Hallo! Was mache ich denn jetzt? Ich wollte hier die Straßen noch runterbauen, aber ist alles so müßig. Was soll ich jetzt noch machen? Besten Straßen? Ja, seine Straße wollte ich noch weiterbauen. Okay. Aber was mache ich denn jetzt, Tobi? Ich weiß es auch nicht. Ich mache gerade auch irgendwelche sinnvollen Dinge. Ich guck mal, was du so machst. Sehr sinnvoll. Nee, besser nicht. Oh, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Tobi, was ist das? Hast du noch Sand? Oh, die Küche ist aber schön. Die ist dir gut gelungen. Sieht gut aus, ne? Aber da ist kein Rohr von deinem Ofen, ne? Ist nur optisch, oder? Nee, der soll nur optisch da stehen. Ja, Küche. Nutzt die Küche auch nicht. Du hast es selber ja gemacht. Großer Tisch hier, lalala. Schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Auch hier sind die Lampen, hast du auch die neuen benutzt. Finde ich auch ganz gut. Ja. Neon, ja. Hier drüben, ja, gut, 2 von 10 möglichen Punkten. Das Scheißhaus direkt neben der Waschmaschine im Treppenhaus. Aber guck mal, das ist doch sinnvoll, weil du wartest auf deine Waschmaschine, dass er endlich fertig wird. Und wenn du dann scheißen musst, Alter, bist du froh, dass sie in der Latrine steht. Und vor allem, du kannst noch deine Schulter an die Waschmaschine anlehnen. Dadurch vibriert es halt und dann wird alles rausgeschüttelt einfach. Du musst gar keinen Eigendruck mehr machen. Oh, hier schön mit den 2 Dingern. Schön. Ah, hier oben ist mehr so handwerklich, ne? Ja, ich habe das halt alles hier auf einen irgendwie. Es ist immer noch ziemlich leer, aber... Ja, schön mit dem Grün und so. Hier draußen ist auch noch eine Mühle. Es wird doch langsam tun. Der komische Nachbar da drüben. Ah, und hier ist eine Yogamatte. Geil, auch zum Hinlegen. Cool. Ja, da schlafe ich immer. Das finde ich ganz gut. Bist ja eigentlich so ein Naturbursche. Also man kann ja aus keinem Fenster rausgucken. Irgendjemand hat hier so coole Sofas hingebaut. Ja, das stimmt. Dankeschön. Ja, gerne. Oh, dann habe ich ja noch was von dir. Ach, du hast das. Alles klar, ich habe das schon gesucht. Fällt mir gerade ein. Ich habe es mal irgendwann abgebaut, weil ich irgendwas anderes da hinbauen wollte. Die Solardingens wollte ich da hinbauen. Cool, danke. Ja, sehr gerne. Nachttisch fehlt jetzt aber noch und so, ne? Nachttisch. Jetzt ein leckerer Nachttisch. Aber ich muss sagen, die Küche gefällt mir bis jetzt am besten. Ja, das ist auch das, wo ich am meisten Arbeit reingesteckt habe. Das ist auch das, der Grundraum quasi, das erste von meinem Haus stand, ist diese Küche hier unten. Ah, okay. So, hier unten ist auch cool. Kann man auch nicht meckern, da haben wir noch Vorräte ohne Ende. Aber da kann ich mal weiter rübergehen, mal gucken, was der Zement gerade macht. Lololololol. Und eigentlich würde ich das hier gerne bis zur Fabrik bauen. Hier so den Weg bis zur Fabrik zu Ende bauen. Alter, das ist auch ganz geil. Hier sieht man irgendwie die Krümmung, wenn man hier so hinten steht, ne? Ja, voll krass. Das ist schon geil. Oh, ich würde das echt gerne. Ist lustig, ja. Ich würde das echt gerne bis zur Fabrik bauen. Vielleicht kann man mit dem Bagger ja noch ein bisschen was. Erich Honecker, ey. So. Honecker. Oh, ich dachte schon, jetzt wäre Freeze. Jetzt machen wir Sorgen. So, wie sieht's denn aus zementmäßig? Der Iron Ingo ist fertig. Hier oben fehlt doch aber auch noch eine Dings, oder? Hä? Eine Brüstung? Was für eine Brüstung? Auf deiner Terrasse hier oben? Du meinst so einen Zaun? So ein Glaszaun wäre da vielleicht ganz sinnvoll eigentlich als Brüstung. Aber jetzt brauchen wir es ja gerade bei der Fabrik. Ich gehe mal ganz kurz mit Zement zur Fabrik und baue noch ein bisschen weiter, weil ich sonst nichts zu tun habe, gerade außer warten. Ruckel, zuck. Weißt du was, da kann ich auch direkt Minimap Detail hoch.
Quality hoch, Shadow Quality hoch. Huh. Fastest fast. Fantastic. Okay, cool. Ja, das sieht ja nochmal anders aus jetzt. Und ruckelt genauso. Also es ändert sich eigentlich nichts. Hallo, kleiner Vogel. So. So. Äffst du mich nach? Hm? Äffst du mich nach? Nein, was? Du bist arm und krank, Tobi. Was soll ich denn nach? Das geht nicht. Äffst du mich nach? Und ich sag für einen Musik. Der Pate, Mann. Ach so. Es ist der Pate. Hi, ich bin der Pate. Ich esse gerne Schokolade. Lalala. So. Okay, Dach ist bald fertig. Ein bisschen Konkret fehlt uns noch. Dann haben wir das Dach fertig. Glas ist hier auch mittendrin ausgegangen. Aber Tobi macht da Neues. Komm mal. Und hier müssen wir nochmal gucken, was mit dem... Können wir eine Pipe irgendwo lang bauen? Nee, ne? Piepe. Ins Piepe. Alter, das soll in der nächsten Version, das habe ich in den Kommentaren gelesen, Aufzüge geben, ne? Ja, leck mich doch am Arsch. Ja. Ja, leck mich doch am Arsch einfach nur. Hör mal, das ist so scheiße jetzt. Was machen wir jetzt? Sag mal, lass mal die ganze Kacke sein, oder? Ja, Sigi. Das ist halt scheiße, ey. Wir machen jetzt Aufzüge, weißt du, wir ruppen uns hier den Arsch auf, weißt du? Nee. Sehe ich nicht, das noch zu spielen, Tobi. Ich hätte immer gesagt, nicht. Was soll denn der Lachs? Okay, wann ist denn die Maschine fertig? Ich will jetzt zumindest mal eine Neuerung sehen, statt nur sinnlos hin und her zu laufen. Das ist nicht gut. Willst du noch eine... Alter. Noch eine was? Noch eine Glasreihe wahrscheinlich, ne? Dass es bündig mit der Treppe hier oben abschließt. Ja, gerne, gerne. Alles klar. Sehr gerne, sehr gerne. Beruhig dich mal. Ich eskaliere jetzt, Tobi. Das geht so nicht mehr. Darf ich dazu reacten? Ich muss mir das nachher nochmal angucken. Nee, Alter, mach das nicht. Oh, okay. Was war das? Was war das? Das war ein Bagger, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Aua. Setz das da nochmal hin. So. Ich hab's gesehen. Oh, ich wollte ihn gerade unten in den Tunnel setzen und dich überraschen. Okay, warte. Alter, geil! Mensch! Voll geil. Und? Brauchst du Treibstoff für den? Warte, ich kann dir geben. Ja, geil, hau mal rein direkt. Warte. Ja. Ich habe Treibstoff. Alter, ich sehe nichts im Bagger. Ich sehe da gar nichts drin. Hä? Wo bist du hin? Hä? Tobi? Lol. Der Bagger hat sich gerade einmal auf den Kopf gedreht, nachdem du ausgestiegen bist, und dann hat er sich wieder aufgestellt. Ja, weil ich fett bin. Du musst ihn noch authorizen, sonst kann ich nichts machen. Achso, ich weiß noch nicht wie. Hä? Was denn? Es passiert schon wieder. Hä? Ich kann ihn nur usen. Take. Put Deeds. Liegt der bei dir nicht auf der Seite? Nee. Hey, bei mir liegt der Bagger gerade auf der Seite. Bei mir nicht. So, Tobis Truck, alles klar. Power. So. Status. Achso. Locked. Hallo? Ich kann das Lock nicht wegnehmen. Ah, das ist wieder festgefroren. Eine Freude. Eine Freude. Dieses Enge! Eine Freude. Ich sollte nicht so schreien, es ist schon spät in der Nacht. Prost, Tobi. Oh, cheers.
Wassermelonendrink. Oh, so lecker. Oh. Schnauze. Das schmeckt wie eine frische Wassermelone. So, kann ich jetzt endlich mal wieder? Nein, immer noch nicht. Was ist das, Tobi? Das ist Mineralwasser. Oh, aber da musst du mal rülpsen. Von Volvic durch sechs, Erik, durch sechs vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Hä, ist er nicht giftig dann? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Achso, ist ja auch egal. Da steht Volvic drauf, das muss gut sein. Also bei mir liegt der Bagger auf der Seite. Ach, das ist die Schaufel. Ich mach grad die. Kannst du nicht sehen, wie ich die Schaufel hoch und runter mache? Nein. Bei mir liegst du mit dem Bagger auf der Seite vor meinem LKW. Okay, bei mir fährt der Bagger auch nicht. Mit WASD fährt er nicht. Ich kann aber mit 1 die Schaufel hochmachen, zum Beispiel. Hä, wieso fährt er denn nicht? Fuel ist drinne. Ja, ja, ich weiß. Kannst du fahren? Du kannst ja gar nicht einsteigen dann, ne? Ne. Also Schaufel habe ich jetzt hochgemacht bei mir. Ne, bei mir bewegt er sich gerade nur auf dem Boden und macht Breakdance. Gehe ich eben zu Fuß. Das ist eine Kacke. Ich voll gefreut. War voll teuer, der Bagger. Das Spiel versaut mir wieder alles. Enttäuscht und traurig. Deprimiert. Unmotiviert. So. Alter! Mann! Farbe über Farbe. Hau ab! Lass mich in Ruhe, ich will schmollen. Weil diesem Spiel nichts funktioniert. Erik, nicht schmollen. Ich schmolle jetzt. Erik, nicht schmollen. Ich schmolle jetzt. Erik, nicht schmollen. Ich mache einen richtigen Schmollmund. So. Erik, nicht schmollen. Oh, geil. Ist in deiner Dollarmaschine hier oben eigentlich was drin? Nö. Dann kann ich mich doch bestimmt mal ausleihen. Hä, wieso fährt das denn nicht? Bin ich doof? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt alles so super entwickelt wie der Rest in diesem Spiel momentan. Das fährt aber nicht. WASD funktioniert nicht. Wo bist denn du? Maustasten funktionieren nicht. Ich bin im Keller. Bei dir? Na, jetzt im Tunnel bei uns. Okay. Okay, das ist cool. Da kann ich jetzt die Schaufel runterklappen. Das klappt alles. So. Siehst du das jetzt hier? Vorne? Nee. Nicht? Nee. Auch nicht mit der Schaufel, wenn ich hier gerade winke mit der Schaufel so, hallo? Nee, leider überhaupt nicht. Das ist aber ganz merkwürdig. Kannst du vielleicht mit den Pfeiltasten vor- zurückfahren? Nö. Linke Maustaste irgendwas? Oh, jetzt bin ich mit E ausgestiegen. Probier du mal. You are not authorized. Willst du mich verarschen? Achso, ich habe sie da neu hingesetzt, alles klar. Okay, ich mach's mal von hinten. So, locked ist weg. Jetzt probier mal. Warte. Ah, jetzt. Kann ich denn... Hilfe? Von der Seite? Ja. Okay. Hä? Was ist los? Bei dir fährt der oder was? Fährt der bei dir nicht? Nein, bei mir fährt er nicht. Einfach mit WASD oder was bei dir? Ja. Ja. Probier noch mal. Willst du mich verarschen? Ja, jetzt geht's! Jetzt geht's! Tobi, es geht! Aber mal Profi ran, ne? Das ist Gestein, ne? Das geht wahrscheinlich. Kannst du mal kurz abbauen, den Zement? Ich will nur mal gucken, ob es geht. Ach, da hinten ist ja auch Stein, das geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Das geht nur bei Erde. Warte. Ja? Ach, ich hab Zement jetzt gerade hier. Warte. Willst du Erde holen, oder was? Ich setze mal ein bisschen Erde hin, ja. Aber da oben ist doch schon... Ja gut, da probieren wir mal aus. Da oben ist doch Erde. Ich kann auch die Erde da oben auch mitnehmen. Du musst nicht nach unten setzen. Okay. Das müsste eigentlich gehen. Dann mach mal. So, warte mal.
Hier ist nach unten. Ach, jetzt sehe ich die Schaufel auch. Okay. Okay. Uah, Alter. Okay, das ist ganz merkwürdig. Passiert aber nichts, oder? Bis jetzt noch nicht, ne. Hä? Und das Ding steht gerade schief hier irgendwie, kann das sein? Ja, du stehst gerade, als wenn die Schaufel quasi deine Vorderräder hochgehoben hätte. Ja, ja, ja. Jetzt stehst du wieder normal. Okay, ich muss mal ganz so nach oben gucken. So. Hä, aber warum? Was ist das denn für ein Abfuck hier? Ich glaub, super. Ich bin mir nicht sicher. Hätte ich aber machen können, dass die Erde direkt verschwindet, ohne dass man hier... Ich hab keine Ahnung. Kobi, willst du mal probieren? Ich kann das gerne probieren, aber geil. Ich glaube nicht, dass ich es besser hinkriege. Alter, oh geil. Hier ist ja ganz viel Zement. Mhm. Wie mache ich die Schaufel hoch und runter? Du musst erstmal auf 1 drücken, dann hast du die Kontrolle über die Schaufel. Wenn du dann wieder auf 1 drückst, dann wechselt der immer zwischen Fahrt und Schaufel. Ja, jetzt kann ich nicht auf die 2, auf die 1 wechseln. Warum? Achso, jetzt. Hä? Nee. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich wünschte, die hätten das einfach auf die Schaufel auf die 2 gelegt. Achso. Mhm, klappt ganz gut. Vor allem ist es so still hier, Alter. Das klappt sehr gut. Oh, ja, 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 jetzt hat... Oh, es hat funktioniert, Tobi. Es hat funktioniert. Oh, geil. Ich wünschte nur, es würde auch... Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Im Video sah das einfacher aus. Das ist echt so. Ein Problem ist, dass wir damit die Steine ja auch nicht wegkriegen. Nee, ich glaube, da brauchen wir den Armbagger da, diesen anderen für. Ich glaube, da gibt es einen Aufsatz zum, so, wie so ein Spitzhacker. Der ist schon in Arbeit, Tobi. Der ist schon geil. In Arbeit. Ja. Vielleicht sehen wir den ja in der nächsten Folge schon, Erik. Ja, weiß ich noch nicht genau, ob ich das möchte. Okay. Also, wir sind mal 40 Minuten, Mann. Ja, tschüss. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Dann erstmal wieder schön Zement. Geil, was gibt's Schönes im Leben? Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit Frau. Tschüss. Kuss auf die Muschi. Tschüss. Was? Was? Tobias. Tobias, höre mal. Mein Junge. Ich hab die Katzen gemein. Ja, weiß ich doch. Du kannst die Katzen nicht aber abschlabbern. Die Katzen? Klar kann ich die abschlabbern. Das macht 2,99 €. Ich soll das Förderband ablecken. So, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.